Es war ein wunderschöner und friedlicher Tag. Die Vögel sangen, der Bach gluckerte leise vor sich hin und ließ das Mühlrad im Kreis sausen. Alles war, wie es sein sollte. Und darum saß Kaspars Großmutter im Garten hinter ihrem Haus auf der Bank und malte mit der Kaffeemühle, die der Kasperl und sein Freund Seppel ihr zum Geburtstag geschenkt hatten, ein wenig Kaffee. Vergnügt lauschte sie der hübschen Melodie, die ihre Mühle machte. Die Großmutter ahnte nicht, dass sie nicht alleine war. Durch ein Astloch im Gartenzaun wurde sie beobachtet. Doch auch wenn die Großmutter nichts von ihrem Beobachter wusste, so kam es ihr doch vor, als hätte ihr gerade jemand über die Schulter geblickt. Nein, das konnte nicht sein. Sie saß auf der Bank und die stand am Zaun. Also war hinter ihr nichts als Holz und nochmals Holz. Ach, die arme Großmutter. Hätte sie doch auf ihr Gefühl vertraut. Aber so seufzte sie einmal tief und drehte dann weiter ihre Mühle. Und so merkte die Großmutter nicht, dass sich jemand in ihren Garten schlich. Dass jemand mit schmutzigen und braun behaarten Füßen ihren Salat zertrampelte. Dass dieser jemand nun hinter der Vogelscheuche in Deckung ging und sein Fernrohr zückte, um sich die Sache auch aus dieser Perspektive näher anzusehen. Dass dieser jemand zottelige braune Haare hatte, einen ebenso zotteligen braunen Bart und einen schwarzen Hut trug, in dessen Band eine rote und eine grüne Hahnenfeder steckten. Und dieser jemand hatte genug gesehen. Er verließ die Deckung und trat auf die Großmutter zu. Her mit dem Ding! Bitte? Die Mühle! Her damit! Erlauben Sie mal, was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie überhaupt? Entrüstet zückte die Großmutter ihren Zwicker und linste hindurch. Ihr müsst wissen, ohne diese Brille sah die Großmutter recht wenig. Und das, was sie sah, war nicht besonders scharf. Doch als sie nun durch ihren Zwicker blickte, da wusste sie augenblicklich, was es geschlagen hatte. Der Räuber, Hotzenplotz. Genau der. Der Räuber Hotzenplotz zückte seine Pfefferpistole und richtete sie auf die Großmutter. Und jetzt her mit der Kaffeemühle und bitte keine Faxen, das mag ich nämlich nicht. Bitte, Herr Hotzenplotz, die Mühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Wenn man daran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied. Eben deswegen. Mit einem listigen Lächeln auf den Lippen ließ der Räuber die Pfefferpistole sinken und griff nach der Kaffeemühlenkurbel, um sie zu drehen. Ich will auch so eine Mühle haben. So kam es also, dass an diesem wunderschönen und friedlichen Tag der gefürchtetste aller Räuber der Großmutter die Kaffeemühle rauben wollte. Nicht weit entfernt, aber doch zu weit, um etwas davon mitzubekommen, waren Kasperl und Seppel gerade in ihrem Schuppen am Feldrand damit beschäftigt, letzte Hand an ihre selbstgezimmerte Mondrakete zu legen. Aus Holz, alten Seilen, Milchkannen, Tellern, Schüsseln und allerlei mehr hatten sie sie wochenlang gebaut. Sie hatten gebastelt und gezimmert. Und nun war sie fertig. Und du meinst wirklich, die fliegt bis zum Mond? Na klar, und vielleicht noch viel weiter. Aber jemand muss sie lenken. Seppel nickte. Ja, das klang gut, was der Kasperl da sagte. Jemand, der mutig ist und schlau. Wieder nickte Seppel, aber dann hielt er inne und guckte den Kasperl mit großen Augen an. Ich? Meinst du, ich kann das? Na klar! Damit war es beschlossene Sache. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch nahm Seppel am Steuer Platz. Kasperl öffnete die Dachluke, pflückte dem Seppel den Seppelhut aus Filz vom Kopf und setzte ihm stattdessen einen Eimer als Helm auf. Du schaffst das. Während Seppel drauf und dran war, den ersten und vielleicht auch letzten Flug seines Lebens zu unternehmen, hatte der Räuber Hotzenplotz im Garten hinter dem Haus
nicht mit Großmutters Wehrhaftigkeit gerechnet. Er zerrte an der Kaffeemühle, doch sie klammerte sich daran wie an ihren kostbarsten Schatz, der sie ja nun auch war. Her damit! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! So zogen sie beiderseits an der Mühle, bis Hotzenplotz genug hatte. Wieder zückte er die Pfefferpistole. Doch. Da gab die Großmutter zitternd nach. Ja, also. Warum denn nicht gleich so? Und jetzt zählen Sie bis 999. Und wenn Sie bis 999 gezählt haben, dürfen Sie um Hilfe rufen. Aber keinen Augenblick früher. Kapiert? Schönen Tag noch. Damit stopfte Hotzenplotz die Kaffeemühle in seinen Sack und stapfte davon. Die Großmutter sah ihm nach. Der Schreck saß ihr gehörig in den Gliedern. Was mache ich denn jetzt? Ach ja, zählen, hat er gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und während die Großmutter zählte, zündete im Schuppen am Feldrand der Kasperl gerade die Zündschnur der Rakete. Die Großmutter, nicht dumm, nahm es mit dem Zählen nicht so genau. 30, 712, 905, 900, ähnlich 6, ungenau 900, nahm 10, es leider auch die Rakete mit dem Zünden. Muss wohl am Treibstoff liegen. Die Großmutter! Ja, der Hilferuf der Großmutter war so durchdringend, dass ihn selbst Kasperl und Seppel in ihrem Schuppen hörten.